Der Moment des großen Auftritts. Sebastian Stücker, Vorsitzender der Segelfluggemeinschaft Landau, nimmt die Glückwünsche von Bundespräsident Walter Steinmeier entgegen. Der Landessieger von Rheinland-Pfalz belegt beim Bundesentscheid Platz 4, gemeinsam mit allen Kandidaten, die nicht auf dem Treppchen landen. Überwältigend, muss ich sagen. Hier sein zu dürfen, ist mehr, als wir uns jemals erträumt haben, muss ich wirklich sagen. Dann große Ehre für uns und natürlich auch Dankeschön an alle, die dabei geholfen haben, dass wir hier hinkommen durften. Und auch da, wie eben schon mal auch von anderen gesagt, Motivation auch für uns, für die nächsten Jahre, uns auch genauso weiter zu engagieren. Ein Engagement für das Kinderhospiz Sterntaler im pfälzischen Dudenhofen. Einmal im Jahr freuen sich hier alle, die lebensbedrohlich erkrankten Kinder, genauso wie ihre Familien und die Betreuer, auf ein ganz besonderes Fest. Den sogenannten Geschwistertag bei der Segelfluggemeinschaft Landau. In Propeller- und Segelflugzeugen dürfen alle kostenlos das Abenteuer des Fliegens genießen. Es ist wichtig zu wissen, dass das sind Menschen, die nehmen sie so an, wie sie sind in ihrem Alltag mit all ihren Handicaps und lassen sich drauf ein und begehen mit ihnen zusammen den Tag. Und ja, das ist wichtig, angenommen zu werden in ihrem Sein, mit dem, was sie mitbringen. Das ehrenamtliche Engagement wird mit viel Lob, aber auch einem Förderbetrag von 1.000 Euro honoriert. Sebastian Stücker weiß schon heute, wofür er das Geld einsetzen wird, für die kleinen Gäste des großen Flugtages. Der nächste Geschwisternachmittag ist geplant. Schon wieder Anfang September dieses Jahr, dann 7. Mal dieses Jahr, verflixte 7. Jahr, wird allerdings natürlich wie jedes Jahr besser als alles andere. Wir freuen uns drauf, auf jeden Fall. Hospizarbeit, Kinderhospizarbeit speziell, ist ein Thema, was nicht unbedingt so publik ist, auch dann, was nicht so präsent ist. Dann. Und deswegen geht das natürlich ganz speziell auch hier an die Sterntaler. Und so versteht sich Sebastian Stücker auch heute nur als Stellvertreter auf der großen Bühne von Berlin. Für all diejenigen, die tagtäglich für Schwerstkranke und ihre Angehörigen aktiv sind.